wir noch brauchen würden, wäre ein Jagdhund. Der einem dann die Beute bringt. Der sie aufspüren kann und bringt. Okay, ich glaube, dass mehrere Leute unterwegs oder mehrere Lebewesen unterwegs im Hochsitz. Alle Spuren führen dorthin. Okay. Aha. Da drüben sehen wir schon irgendwas. Ich muss jetzt so schnell wie möglich auf den Hochsitz. Hier beim Hochsitz, den hoch und erwarten wir jetzt. Schauen wir mal, was es hier so für Tierchen gibt. Nein. Nur ein Stein. Alles ultra still hier. Irgendwie ist das voll komisch heute. Ich sehe aber auch gar nichts laufen.
wird in der Hütte da oben stehen. Na, wo ist die Sau? Okay. Die müsste doch mein Quasi zu sehen sein. Ich glaube, ich sehe sie auch. Weil da muss wenigstens eine verwilderte Sau, finde ich. Mit 141 Kilo. Jo, das ist auch cool. Okay, dann guck mal hier. Waffe ist geladen. Nicht mehr, okay. Mal schauen. Ich muss hier. Okay, da liegt Blut. Da ist ja nicht allzu weit gekommen. Gut, dann holen wir es ja. Dann haben wir hier schon mal etwas. Genau. Und da muss ja irgendwo die Teufel flüchtend. Da unten liegt sie. Jawohl. Halt! Die rennt noch. Da weit kommt sie bestimmt nicht mehr. Sagen, marschieren wir einfach mal weiter. Weil viel war jetzt doch nicht zu sehen. Und vielleicht sieht man ja noch einen Kojoten. Wäre auch ganz gut, wenn man wenigstens auf einen Kojoten gehen könnte oder eine Sichtung hat. Weil dann gehen da auch wieder ein paar Missionen auf. Überall nur Weißwedelhirsche. Weißwedelhirsch. Die brauchen wir doch alle gar nicht. Okay. Dann folgen wir jetzt einfach mal den Kojoten. Machen die Quest nebenbei. Wer weiß, vielleicht läuft uns der eine oder andere Maultierhirsch noch über den Weg.
Nein. Nein. Nein, nein, nein. Auch wieder eine Spur von dem Weißwedelhirsch. Okay. Ich würde sagen, jetzt gehen wir ein bisschen in die Hocke. Ich weiß gar nicht, ob ich schon Weißwedelhirsch habe, ob jetzt Kuh oder nicht. Ich habe da glaube ich noch keinen. Drüben ist wieder eine Spur. Heute will uns die Jagd aber auch gar nicht, denn wir haben ja heute überhaupt nicht viel erwischt bis jetzt. Ein Hirsch, ein verwildetes Schwein und die Mission ist immer noch nicht erfüllt. Keine Chance. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte ja schon nur ein bisschen schneller laufen. Also mal schauen. Okay. Unterhält sich eine Spur. Gleich wieder zurück. Hm.
Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, da unten ist Wasser. Ich denke mal nicht, dass die da über Wasser laufen kann oder etwas. Ah, wieder weg, wieder umgedreht. Mann, das wird eine Hexenjagd. Eine Schnitzeljagd quer durch. Durch die Prärie. Lauter Spuren, aber kein Tier. Also dieser Teil vom Let's Play dauert noch ungefähr 7 Minuten. Wenn wir jetzt innerhalb der 7 Minuten kein Maultierhirsch sichten, würde ich einfach mal sagen, weil ich bin echt gespannt drauf, gehen wir mal in die deutschen Wälder und schauen mal, was wir dort für Wild antreffen. Aber nein, auf der anderen Seite würde ich einfach die Mission Stück für Stück fertig machen. Und mich einfach überraschen lassen, wo mich die Geschichte oder die Missionen hinführen. Aber uns fehlt dennoch dieser eine Weißedelhirsch. Genauso wie ich möchte mal ausprobieren, wie das ist, wenn man mit dem Bogen auf die Jagd geht. Weil man hat ja auch noch die Möglichkeit, mit dem Bogen zu jagen. Mit dem Bogen kann man alles jagen. Und das wird mich auch noch irgendwie interessieren. Also wir können einfach mal so ein, ja, Let's Play Jagd mit Bogen machen. Und einfach mal schauen, wie das Ganze dann funktioniert. Weil das mit dem Bogen finde ich viel besser, man verscheucht da nicht das ganze Wild. Denke ich mir jetzt, und hat dann die Möglichkeit auch noch einen Nachschuss zu geben, wenn da dann noch ein Tier daneben steht oder was. Also irgendwie werden wir erstmal noch ein zweites Maultierhirsch suchen. Da vorne ist das ein Tier? Nein, das ist kein Tier. Jo, jo, jo. Ich sehe gerade, ich verscheucht das ganze Wild. Das sind Wildschweine aufgescheucht. Ich glaube, ich bin heute auch ein bisschen hektisch unterwegs. Ich würde einfach sagen, ich lasse es jetzt hier für heute beruhen. Und ja, die Let's Plays in YouTube auf meinem Channel. Ja, Bewertungen bitte nicht vergessen und bitte auch liken. Ja, und mich abonnieren. Wer mich abonniert, den abonniere ich auch. Ganz einfach. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir unseren zweiten Maultierhirsch mit über 91 Kilo jagen. Ich hoffe, da haben wir mehr Glück. Okay, bis dann. Ciao, ciao.